So, damit ein herzliches Willkommen und ein herzliches Glück auf in die angeschlossenen VIP-Räume zur Pressekonferenz nach dem Spiel FC Erzgebirge Aue gegen Jahn Regensburg. Am Ende ein 3:1 Erfolg für die Veilchen. Parallel zu uns gab es die Spiele Ingolstadt gegen Kaiserslautern, 1:1 unentschieden. Und Sandhausen schlägt den VfR Aalen mit 1:0. Zu unserem Spiel hier im Sparkassen Erzgebirgsstadion. Der Gästetrainer hat als erstes das Wort. Bitte schön, Oskar Korocano. Ja, in der ersten Halbzeit, denke ich mal, haben wir die Freiräume oder die Räume, die wir hatten, nach vorne sehr schlecht ausgespielt. Wir konnten die Bälle nicht festmachen und haben einfach die Kontermöglichkeiten schlecht ausgespielt. Ja, durch eine Unstimmigkeit sind wir dann auch in Rückstand geraten. Das ist typisch bis dato für diese Saison für uns. Wir lassen eigentlich wenig zu und trotzdem bekommen wir die Tore aus dem Nichts. Und ja, dann läuft man wieder in 1-0 Rückstand hinterher. Zweite Halbzeit ist natürlich 2-0 durch eine Standardsituation, wobei ich die Entstehung eigentlich ein Foul für uns sehe, weil Laurito steht da und der Stürmer läuft in den Laurito rein. Aber damit müssen wir leben. Ja. Wir kommen durch den Elfmeter wieder und kann der Mannschaft eigentlich kein Kompliment machen. Beziehungsweise muss der ein Kompliment machen, weil sie immer noch dran geglaubt hat und wie gesagt dran gekommen ist und ja, durch einen Konter dann eben das 3-1. Wir haben in der zweiten Halbzeit trotz mehr Spielanteile und aber nicht zwingend genug konnten wir Erzgebirge Aue irgendwie nicht in Bedrängnis bringen. So gesehen ist natürlich ärgerlich, dass wir aber trotzdem ohne Punkte dastehen, weil ich uns auf Augenhöhe mit Aue gesehen habe. Und ja, das heißt, 2 Wochen jetzt haben wir Zeit bis zum nächsten Spiel, um uns wieder aufzurappeln. Und dann geht's wieder aufs Neueste. Danke. Das war der Blick auf das Spiel von Regensburgs Trainer Oskar Korocano und Carsten Baumann. Bitteschön. Ja, danke. Ja, wir haben vor der Partie gesagt, dass wir die 3 Punkte gegen einen direkten Konkurrenten, der uns die ganze Saison begleiten wird, unbedingt einfahren wollen, um auch den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen. Heißt natürlich auch, dass die Mannschaft enorm unter Druck stand. Das hat man in den ersten Minuten, glaube ich, auch gemerkt, dass sie nicht so richtig reingekommen ist ins Spiel. Aber je länger das Spiel dauerte, umso besser hat sie sich hier reingebissen, hat mit viel Aufwand es geschafft, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Wir mussten natürlich immer vorsichtig sein, dass wir nicht in einen Konter laufen, aber das haben wir gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Ja, in der zweiten Halbzeit hat mir nicht gefallen, dass wir zu passiv waren, dass wir die Konterchancen, die wir hatten, nicht vernünftig ausgespielt haben. Wir haben teilweise den Ball nur nach vorne geschlagen auf gut Glück, das war zu wenig, so konnte dann Regensburg etwas mehr Druck aufbauen und wie eng es dann letztendlich ist, wie schnell es gehen kann. In der zweiten Liga hat man gesehen mit dem Elfmeter. Ja, wenn du unten stehst und Pech hast, vielleicht fällt dann auch der Ausgleich. Gott sei Dank hat Ronny König wieder getroffen, unser Garant aus der letzten Saison. Wichtig für sein Selbstvertrauen, aber insgesamt der Sieg wichtig für Selbstvertrauen der Mannschaft und ich glaube auch in der Höhe verdient. Dankeschön. Dankeschön, Carsten Baumann. Und damit ist die Fragerunde eröffnet. So es denn Fragen gibt. Das Mikro ist bereit. Ist nicht der Fall. Dann wollen wir es nicht länger hinauszögern. Am 20.10. Regensburg gegen Köln, am 22. 60 München gegen unseren Verein. 14 Tage Pause. Allen noch einen schönen 7. Oktober. Glück auf!